Ja, diese Messe ist einzigartig in Europa. Es gibt es nur in Deutschland, diese Kombination aus einem neuen Rekord von 120 Ausstellerinnen, Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern, die eben den unmittelbaren Kontakt mit den Nachwuchsführungskräften suchen. Das ist die richtige Entscheidung. Also ich bin sehr froh über diese Bewusstheit, mit der diese Frauen versuchen, ihren Weg zu finden. Ich finde selten Veranstaltungen von Männern, auf denen so eine Atmosphäre sich ausbreiten kann. Wenn wir innovativer sein wollen als Gesellschaft, wenn wir aber auch mehr Frauen in Innovation und Forschung und Entwicklung haben wollen, dann müssen wir zeigen, dass das möglich ist. Und deswegen haben wir den Erfinderinnenpreis ins Leben gerufen, einfach um weibliches Erfindertum sichtbar zu machen in Deutschland, was bisher viel zu wenig passiert ist. Netzwerk unter Frauen insbesondere finde ich super wichtig, weil man in dieser Kraft ist, in dieser weiblichen Kraft. Und ein Netz, wenn man ein Netz hat, das hält auch viel mehr, als wenn ich alleine auf einem Punkt stehe, dann werde ich nicht getragen. Der Mensch braucht einen neuen Wirkungsraum und dieser Wirkungsraum liegt in der Kooperation. Wir können die Fragen, die wir mit dem Thema Humanismus 4.0 haben, an die Gesellschaft, an die Politik, auch an die Wirtschaft, an uns selbst, die können wir nicht individuell beantworten, sondern nur noch in der Gemeinschaft. Und das ist die große Hoffnung und das ist die große Zukunftsvision, die wir mit Humanismus 4.0 auch verfolgen. Die Women at Work könnte unter dem Hashtag laufen, den wir im Bundeswirtschaftsministerium erfunden haben. Starke Frauen, starke Wirtschaft. Die Women at Work hat den Hashtag verdient. Frauen sind großartig. Hashtag in weibliche Kraft und Macht kommen. 2020 erwartet uns ein ganz besonderes Jubiläum. Die Women at Work wird nämlich 10 Jahre alt. Außerdem haben wir wieder ein spannendes Schwerpunktthema. Das Thema 2020 lautet 2040, Aufbruch der Zivilgesellschaft.